Und es ist erneut Galaxy One on One. Das heißt, für die letzten drei Minuten 1 gegen 1. Wow. Das ist insofern krass, als dass der Ball nach 15 Sekunden abgeschlossen werden muss und nicht ruhen darf. Also er muss quasi aus dem Rollen geschossen werden. Und Gamer Brother erzählt das seinen Spielern noch mal ganz genau. Ich frage das wegen Pro Evolution Soccer, weil die Logos und die Trikots mich so ein bisschen daran erinnern, an die alte Meisterliga, wo man Namen auch dabei hatte, wo man selber ein bisschen managen konnte beim Spielen. Und daran erinnert mich die Border League so ein bisschen. So müssen sich auf jeden Fall die Teasies fühlen oder die Brotatoes, dass sie ihre Jungs hier managen konnten, selbst zusammencasten konnten. Ich frage gleich mal nach den geilsten Logos, aber jetzt erstmal One-on-One, also 1 gegen 1, freigegeben. Pascal Wiewroth gegen Philipp Simon. Ball ruhte, Tor zählt nicht. Der muss rollen, darf nicht ruhen. Philipp Simon, was eine Fackel. Und man darf nicht mit der Hand rangehen, auch nicht der Torhüter, den die Protatoes überraschenderweise hier aufs Feld schicken. Und ohne Hände lässt es sich halt schwer halten. Treffer von Philipp Simon. Die Zimbos wieder am Start. One on one. Wiewroth, ja, er muss rollen. Er rollt. 4-3, die Zimbos sind wieder dran. Dank Philipp Simon. 5-4 für die Protatoes, sorry. Jetzt haben wir's. Ein Torvorsprung noch für die Protatoes. Nicht mehr, Philipp Simon. 5-5, bist du irre? Man kann wechseln den einzelnen Spieler. Ob der Kiri ist jetzt gekommen für Wiewroth. Man darf nicht mit der Hand abwehren. Nochmal, und der Ball muss rollen. Man darf nicht weiter als zum weißen Teil des Mittelkreises. Bis dahin ist alles okay. Philipp Simon, todesmutig, Obelkiri mit dem Kopf. Und man muss innerhalb von 15 Sekunden abschließen. Obelkiri! Die Protatoes führen wieder. Was ist das für ein 101? Ausgleich! Ja, leck mich! Es ist unfassbar. 6 Beine. Das sind ja Tennisergebnisse. Wir haben hier zwei wirklich absolute Abschlussgötter am Start. Philipp Simon auf die Einzig. Und Lesig. Feiert ihr das? Das ist 1 gegen 1, Chat? Wenn ihr für die Zimbos seid, glaube ich schon. 7-6, die Zimbos führen. Dank Philipp Simon, der hier alles gegen den Strich rasiert. Ball darf nicht ruhen, muss aus dem Rollen abgeschlossen werden. Und der Kiri, hat er noch einen? Muss lupfen, lupft ihn. Das gibt's nicht. Letzten 30 Sekunden, die Zimbos drehen das Ding in den Galaxy Minutes. Und der Kiri nochmal, da darf er nicht, da darf er nicht. Nur der weiße Teil des Mittelkreises im Feld, da darf er abschließen. Uhr ist angehalten. Also da kann man, glaube ich, getrost von wilden Galaxy Minutes sprechen. Babak Rafati erklärt zu der Kiri nochmal. Warte, warte, und jetzt gibt es noch die eine Gelegenheit für die Protatoes, die geführt haben. Dann kam die Galaxy Minutes und Philipp Simon drehte das. Und macht jetzt den nächsten. 8-6. Die Zimbos führen, drehen das Ding in den Galaxy Minutes hier komplett. Irre. Und damit ist es zu Ende. Die Zimbos drehen das Ding in den letzten 3 Minuten. Gamer Brother und die Teasies sind bei Philipp Simon, der hier sein Torkonto, sein persönliches, nach oben schraubt. Und die Protatoes in den Galaxy Minutes nochmal auf die 1 schraubt. 2 Siege, 2 Spiele. Die Zimbos gewinnen 8-6 gegen die Protatoes. Dank ganz wilden Galaxy Minutes. Philipp Simon mit 6 Toren. Das ist ja Wahnsinn. Okay.